Zieren wir hier und dafür machen wir unser Dawa und wir bitten Allah, dass all diese Menschen inshallah den wahren Weg finden und zum Islam recht geleitet werden, bevor sie sterben und jede Sekunde bereuen, dass sie den Islam schlecht gemacht haben oder die Medien gefolgt sind, die den Islam schlecht machen. Jedes Mal, wenn ein Prophet zu seinem Volk gekommen ist, man hat ihn gequält, man hat ihn als Lügner bezeichnet, man hat ihn als Zauberer bezeichnet. Bist du gekommen, um die Religion unserer Vorfahren zu verändern? Das gibt uns auch die Geduld und Verständnis für die Lage, die wir jetzt heutzutage erleben, dass der Islam überall schlecht gemacht wird. Die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes wird immer, immer mit Unakzeptanz betrachtet. Und warum? Weil wir einen Feind hier auf dieser Erde haben, der Satan, la'anullah, Iblis, la'anullah. Der will nicht, dass die Menschen gerettet werden. Der will nicht, dass die Menschen ins Paradies kommen. Er hat geschworen, alle Menschen mit in die Hölle mitzunehmen. Und wenn wir sagen, dass die Menschen einen Baum angebetet haben, viele Leute wundern sich, begreifen das nicht. Aber es gibt mittlerweile eine neue Religion hier in Deutschland. Ich habe gestern ein Video gesehen. Klimareligion heißt das. Ja, das ist, was Allah im Koran sagt. Hast du nicht jene gesehen, der seine eigene Neigung zum Gott genommen hat? Seine eigene Neigung. Und Allah hat ihn durch sein Wissen in die Irre geschickt. Weil der Mensch undankbar ist gegenüber seinem Schöpfer und nicht bereit ist, seinem Schöpfer zu dienen und ihn zu danken für seine Gaben, das ist das Ergebnis Allahs Fluch auf diese Menschen. Dass sie Götzendiener sind und fantasiereich sind, was Religionen angeht. Shu'aib alayhi salam, also sein Volk, haben einen Baum angebetet, als Vermittler zu Allah, und sie waren Gangster, Gangster im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie haben die Leute ausgeraubt, die Reisenden ausgeraubt, sie haben mit Zinsen gearbeitet, die Menschen ausgebeutelt, und der Prophet Shu'aib a.s. kam zu seinem Volk und hat sie zum Islam eingeladen, hat sie versucht, Allahs Religion und seine Botschaft zu erklären. Und Allah sagt im Koran, das ist in Surat Hud, und zu den Madian, Madian, das ist ein Volk, entsandten wir ihren Bruder Shu'aib. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Und verkürzt nicht Maß und Gewicht. Ich sehe euch im Wohlsein, aber ich fürchte für euch die Strafe eines völlig vernichtenden Tages. Er hat sie ermahnt. O mein Volk, gebet volles Maß und Gewicht nach Richtigkeit und betrügt die Menschen nicht um ihr Eigentum und treibt ihm im Land nicht euren Unwesen, indem ihr Unheil anrichtet. Jetzt kommt die Antwort. Sie sagten zu ihm, O Shu'aib, heißt dein Gebet, dass wir das verlassen sollen, was unser Väter angebetet haben? Bist du gekommen, um unsere Religion zu verändern? Das war immer die Antwort von allen Völkern bis jetzt. Oder dass wir aufhören sollen, mit unserem Besitz zu tun, was uns gefällt? Du bist doch wahrlich der Milde unter den Mündigen. Die haben ihn gespottet. Sie sagten auch weiter zu ihm, O Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sprichst. Wir verstehen nicht viel von dem, was du sprichst. Er ist zu ihnen mit der Wahrheit gekommen und die Wahrheit ist
Wenn jemand Abkehr in seinem Herzen hat, dann will er die Wahrheit nicht hören. Und das erleben wir tagtäglich, subhanallah. Redest du mit den Menschen über den Islam, du wünschst nur das Beste für diese Menschen und du siehst, dass die einfach nicht zuhören wollen. Die wollen kein Wort hören. Der Shaitan hat ihre Ohren versiegelt. Und Allah hat ihren Herzen versiegelt, als Strafe auch. Und wir sehen nun, dass du unter uns schwach bist. Und wäre nicht dein Stamm, würden wir dich steinigen. Die haben Angst vor seinem Stamm gehabt. Die haben ihm gesagt, hättest du keinen starken Stamm gehabt, werden wir dich steinigen. Guck mal, die Brutalität. Wenn du nicht aufhörst, wir werden dich steinigen. Also sie haben ihn gedroht. Und du wirst kein Mitleid in uns wecken. Das heißt, die waren richtig brutal gegenüber Shu'aib a.s. Und Shu'aib hat mit allen Mitteln versucht, sein Volk auf den richtigen Bahn zu bringen, zum Islam einzuladen. Aber die Sturheit seines Volkes war gewaltig. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Sie sagten, O Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sprichst. Und wir sehen nur, dass du unter uns schwach bist. Und wäre nicht dein Stamm, würden wir dich steinigen. Und du wärst kein Mitleid in uns wecken. Er hat geantwortet, قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. Er sagte, O mein Volk, ist mein Stamm bei euch geehrter als Allah? Ihr habt nur Angst vor meinem Stamm? Ihr wollt mich nur steinigen, weil ich euch Allahs Botschaft verkünde und nur das Beste euch wünsche? Aber ihr habt nur Angst vor meinem Stamm, aber nicht von eurem Schöpfer. Und ihr nehmet ihn nicht ernst. Doch wahrlich, mein Herr umfasst alles, was ihr tut. Allah umfasst alles, was ihr tut. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. O mein Volk, handelt eurem Standpunkt gemäß. Auch ich handle mein Standpunkt gemäß. Bald werdet ihr erfahren, auf wen die Strafe niederfallen wird, die ihn schändet und wer ein Lügner ist. Also sie haben ihn als Lügner bezeichnet. Und passt nun auf, sieht, ich passe mit euch auf. Wir warten ab. Allahs Strafe wird kommen. Und der Lügner wird von seinem Schöpfer bestraft werden. Weil sie ihn, wie gesagt, der Lüge bezichtigt haben und ihn als Lügner bezeichnet haben. Und sie haben kein Wort von ihm geglaubt. Jetzt kommt Allahs Strafe. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Das ist eine gewaltige Strafe, die sie bekommen haben. Und als unser Befehl, Allah spricht, als unser Befehl eintraf, da erretteten wir Shu'aib und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben. Es haben an ihn nur wenig Menschen geglaubt. Aber die Mehrheit waren ungläubig. Durch unsere Barmherzigkeit und